Ja, moin moin, wir sind wieder zurück in der 80er-Dystopie Terminator. Ah, nicht mehr lasst da. Ich hätte immer noch so einen fucking Flammenwerfer. Sie sehen alles Copy-Paste, es sieht alles sehr, sehr gleich aus. Sicher auch nicht so Geld gehabt, es wäre cool, wenn sie noch einen zweiten Teil machen. Wo sie da etwas mehr Aufwand reinstecken. Das mit den Speicherplätzen ist auch etwas schade. Ich finde, da muss irgendwo verschlossene Türen sein. Sorry. Mal wieder ein paar neue Dietriche machen. Einen habe ich einmal wieder. Das ist alles, was da innen hatte. Ein Dietrich.
Got it. Sending it right now. Well done, Private. Now proceed with your main objective. Sign. That has to be Jennifer's house. Warum kann ich die von hinten nicht mit dem Messer ausschalten? Muss ich das Messer irgendwie ausrüsten? Vielleicht ist es das. Das könnte natürlich sein. Ah. Okay. Mein Fehler. Aber leider der Flammenwerfer nicht verwünscht. Das kotzt mich so an. Ja, Schiss. Das gar nicht mehr einen gefunden auf das Mal. Dass das Mal vorbei ist mit Flammenwerfer oder Ewigkeit, bis ich einen bekomme. Wo muss ich? Kreide holen. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja neuerdings, so Kind zu Terminator zu machen. Der Gil hat in seine Falle geschickt, aber ich traue jedem gar nicht mehr zu. Ich würde am besten alle abknallen, die ich treffe. Ah, da vorne ist eine Kiste. Da ist, wie ich da vorkomme. Ja, leuchtet da. So umkommen. Ich habe einfach nicht gesehen, da oben der andere.
vielleicht auch noch weitere Kisten. Nein. Geht runter. Jennifer's father. Poor guy. Where's the rest? Huh. Is that a map to your hiding place, Patrick?
That's quite an imagination you've got there, Patrick. Okay, that should do it.
T-47 neutralized. Nice work, Rivers. I'm impressed. Mm-hmm.